So, ihr Lieben, herzlich willkommen zum Tram-Simulator Urban Transit. Wir starten in unseren Karrieremodus zusammen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß und wir wollen hier mal ein neues Spiel beginnen. Und da werden wir hier unsere Spielerfahrung mal nehmen, unaufgeregt. Na, ich will schon auch ein bisschen gefordert werden. Story könnte man also nehmen, Karriere oder Sandbox-Modus. Sandbox-Modus habt ihr gleich alles freigeschaltet, ohne finanzielle Zwänge. Das ist immer ganz nett zu schauen, wenn man erstmal wissen will, was das Game alles so bietet, sofern man nicht den Anreiz eher darin sieht, das, sich alles zu erarbeiten und freizuschalten. Und Story ist halt, dass ihr diverse Missionen erfüllen müsst und hier fahrt ihr in Gänsefüßchen nur. Aber ich denke, das dürfte es hier werden. Wir wollen uns unser Tram-Unternehmen aufbauen und da habe ich auch Lust drauf. Und die Parameter sind gesetzt und dann würde ich sagen, steigen wir mal direkt ein in den Karrieremodus. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze spielt und wir haben uns ja im Vorfeld einen Charakter ausgesucht. Das habt ihr jetzt in dieser Aufnahme nicht gesehen, aber ich glaube, das war im ersten Gameplay, im ersten angespielt von mir zu sehen. Ist aber auch nicht weiter wichtig. Sieht wirklich schick aus und wir gehen jetzt in unser Tram-Depot und müssen uns ja erstmal eine Tram kaufen. Ja, also gehen wir mal hier auf diesen Punkt. Straßenbahn-Depot. Jetzt kann ich hier noch nicht groß was verwalten, weil ich noch nichts habe. Und ich bin mal gespannt, wie viel Startguthaben ich habe. 6 Millionen Euro, also nennen wir es einfach mal Euro. Und dann schauen wir uns mal an, was wir dafür kriegen. Eine ältere Trambahn mit 41 Sitz- und 35 Stehplätzen. Okay, dann haben wir hier schon mal 60 Sitzplätze und 35 Stehplätze. Elektro als Antrieb, ja, also gut, haben sie alle 500 kW, die hat 300, immerhin auch 300, diese ältere Dame hier, eigentlich ganz cool, für 3 Millionen Euro bekommen wir hier 82 Sitzplätze und 70 Stehplätze, auch ein älteres Modell, schade, dass hier nicht die Originalbaujahre stehen, ich gehe mal grundsätzlich davon aus, dass es hier um Original-Sachen handelt, so wie der Bus-Simulator ja auch Busmarken hat, dürften die ja auch Trammarken haben. Eigentlich auch ganz neckisch hier, dieser kleine moderne Wagen, der gefällt mir irgendwie schon mal ganz gut für den Start, weiß auch nicht warum. Und das ist ja eine von diesen beiden, die habe ich ja quasi mit zum Start gehabt, von daher nehme ich die auf keinen Fall. Und 5 Millionen würde ich jetzt noch gar nicht investieren wollen, ich sage euch auch warum, weil so könnt ihr sogar schon 2, 3 Trams kaufen und die dann auch auf Reisen schicken sozusagen. Okay, so, wir wollen eine Route wählen. Da wir noch keine haben, müssen wir uns natürlich eine erstellen. Das ist auch klar. Kann man hier auch zoomen? Ja, kann man. Okay, wäre auch komisch, wenn nicht. Wir wollen uns eine Route erstellen. Nachfrage. Ah, okay, das ist auch nicht ganz unwichtig, dass wir hier auch immer was zusammennehmen, was von der Nachfrage eine ganz ausgeglichene Geschichte ist. Wisst ihr, was ich meine? Also hier würde ich ja jetzt starten. Und sind die dann immer auf beiden Seiten anfahrbar? Wisst ihr, was ich meine? Ich würde jetzt mal von ausgehen, oder? Ich denke, da könnte man von ausgehen. Ich würde fast sagen, dass man hier vielleicht startet. Da haben wir eine Routennachfrage von... Ah, okay, warte mal. Ja, die habe ich jetzt schon genommen. Dann würde ich sagen, fahren wir die hier an. Man darf schon auch andere Stadtteile nutzen. Das ist, glaube ich, beim bei der Story-Kampagne anders. Ich würde jetzt eigentlich schon gerne so ein bisschen hier wenn ich jetzt hier fahre und
Haben wir vier Stück. Ach so, ja, jetzt habe ich die quasi als vierte genommen. Das wäre jetzt 1, 2, 3 und 4. Warte mal, dann habe ich aber. Muss ich das hier ändern? Jetzt habe ich 2 und 3. So, jetzt habe ich 1 und 4. Von der Nachfrage und von der Strecke her. So, jetzt würde ich quasi hier starten bei minus 1, minus 2, plus 1, plus 2. Ich würde sagen, die übernehmen wir mal. Jawohl. Und dann würde ich sagen, dann starten wir. Müsste jetzt eigentlich fahrbar sein. Okay. Dann würde ich sagen, fahren wir mal los. Fahren wir hier nicht zu schnell. Können wir ruhig ein bisschen Gas geben, aber muss natürlich auch aufpassen hier auf Passanten etc. pp. So, der Route folgen. Jetzt habe ich hier mal ein bisschen abgebremst. Boah, dieser eine Hänger. Ah, seht ihr das? Das ist auch interessant, ne? Wie die sich hier mit dieser Lenkung drumrum zieht. So. Er sieht das jetzt eigentlich gar nicht so eng hier, ne? Ich habe doch jetzt zuerst die zweite Haltestelle angefahren. Wisst ihr, was ich meine? So, schauen wir nochmal in den Spiegel. Gäste sind alle drin. Türen schließen. Hupen. Und weiter geht's im Programm. Ah, da sehe ich schon da vorne, da müssen wir aufpassen. Da steht ein Auto auf den Gleisen, seht ihr das? Okay. Jetzt werden wir die Weiche nach rechts setzen. Gar nicht so einfach hier. So, hier setzen wir die Weiche wieder rechts. Dann haben wir auf jeden Fall hier unsere nächste Haltestelle. Ich blink schon mal. Fahren wir langsam ein. Vielleicht ein bisschen zu langsam. Ja, generell bin ich natürlich jetzt ein bisschen zu langsam unterwegs. Machen wir die Türen auf. Perfekte Halteposition. Ja gut, würde ich jetzt so vielleicht nicht unbedingt unterschreiben. Gucken wir mal wieder im Cockpit. Hier in den Rückspiegel funktioniert alles sehr, sehr gut. Und ich denke. Ach so, die Türen sind ja zu. Alles gut. Und weiter geht's. So, natürlich gilt die Ampel auch für mich. Ach Mist. Das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Okay, tut mir leid. Oh, die Autos bleiben stehen.
Dann fahre ich auch. Bin ich jetzt mal ganz frech. Da denkt man ja fast, man rammt hier. Da vorne sehe ich eine Haltestelle, aber das dürfte noch gar nicht meine nächste sein, oder? Oder doch? Doch, sie ist markiert. Dann ist das meine nächste Haltestelle. Können wir schon mal rechts blinken. Und wir fahren hinein. Okay. Ah, bisschen besser bremsen müsste ich. So. Ah, die sieht sehr schnieke aus, muss ich sagen. Auch wenn es nur ein Triebwagen ist, sozusagen. Gäste alle drin. Und weiter geht's im Programm, würde ich sagen. So. Abfahrt Glocke läuten. Ja, ist ja gut. Muss man noch ein bisschen auf die Geschwindigkeit achten. 30 bis 50, ich glaube, Meilen sind es ja hier, die angegeben sind. Ah, hier nicht so schnell rumfahren. Ah, hier gibt es nur eine Strecke sozusagen. Das heißt, hier muss ich jetzt auch nicht auf Weichenstellung achten. Ja, mit der Routine kommt man hier sicherlich voran. Ne? Also, guckt mal hier, wie der sich hier umlenkt. Das finde ich total faszinierend. Das ist keine Haltestelle von meinen. Nein, da muss man trotzdem ein bisschen aufpassen. Dass man hier nicht zu schnell durchsaust. Die nächste auch nicht und dann wieder. Na, ich würd mir vielleicht eine etwas bessere Markierung wünschen. Tatsächlich, aber... Oh, bitte jetzt hier keiner mehr vor die Tram rennen. Und da vorne haben wir eigentlich dann auch schon unsere... unsere nächste Haltestelle. So. Sehr cool. Sehr, sehr cool. So, jetzt muss ich natürlich erstmal lesen. Ja? Ein Fahrgast hat einen Wertgegenstand vergessen. Schau in der Straßenbahn nach und gib ihm den zurück. Okay. Haben wir nochmal so ein kleiner... Oh, hier hat jemand eine Einkaufstüte vergessen. Das ist ja auch drollig. Das ist ein bisschen so wie beim Bussimulator halt. Ich komme hier nicht durch, Leute. Ach so. Wem kann ich die jetzt geben? Hallo. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, das war damit schon erledigt, oder? Dass ich einfach die Tüte gefunden habe. Hier liegt ein Fahrrad. Oh, wenn ich das jetzt noch aufheben täte, vielleicht kriege ich da noch extra Punkte. Haha, nee, kleiner Spaß. Aber macht ultra Spaß, Leute. Guckt euch mal diese coole Tram an. Ich finde es mega cool. Bin wieder voll drin. Hab ja den Bussimulator 21 geliebt, der ja auf meinem heutigen Sports Gaming Channel, weil ich damals ja noch keine Content-Trennung hatte zwischen Sport und sonstigem Gaming, lief. Ja, und auch dort einige sehr coole Videos gemacht. Einsteiger-Guide, auch Testvideo und wirklich sehr cool. So, Straßenbahnroute. So. Wir verlassen jetzt die Route. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt könnte ich doch wahrscheinlich hier jemanden fahren lassen, ne? Wisst ihr, was ich meine? Fahrzeug übernehmen. Dann sitze ich aber wieder drin, oder? Genau. Okay, das ist ja die Funktion, dass ihr das Fahrzeug logischerweise übernehmt. Das klingt erstmal total banal, aber ja. Coole Sache. Warte, lass uns noch mal kurz in... unsere Statistiken schauen. Okay, aber ich habe doch eigentlich schon jetzt einen Auftrag gefahren. Wisst ihr, was ich meine? Insofern müsste man ja da eigentlich schon etwas sehen. Okay. So, ich gehe mal jetzt in der... Ich gehe jetzt mal hier raus, beziehungsweise so ist das jetzt. Ja, so funktioniert das, genau. Jetzt könnte ich das Fahrzeug wieder übernehmen, ansonsten fahre ich jetzt bei jemandem mit.
Können wir auch mal kurz schauen? Und jetzt könnte ich mich hier hinsetzen. Ach Leute, das ist ja göttlich. Guckt euch das mal an. Also sensationell. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Das macht schon wieder so viel Spaß. Ich glaube, ich setze mich ganz hinten hin. Wenn das geht. Ah, das geht gar nicht, ja. Das ist hier im. Ah, hier. Hier ist noch ein Sitz. Sehr, sehr fetzig. Angel Shores. Schaut euch das mal an. Einfach ein Traum. Weiß jetzt gar nicht, ob ich ihr eine Tour zugewiesen habe. Vermutlich nicht. Jetzt könnte ich hier auf jetzt fahren gehen. Dann würde ich aber selbst fahren. Was könnte man hier machen? Ah, hier könnte man der Route noch einen anderen Namen geben. Ach, hier sieht man die Details. Ah, nee, das passt schon. Die fährt schon die Route. Och, bleiben wir einfach mal hier sitzen. Gehört einfach mal zur ersten Folge dazu. Das werde ich sicherlich nicht bei jeder machen. Aber schauen wir auch mal ein bisschen. Klar haben wir hier nicht 100.000 unterschiedliche Charaktere. Aber das sieht auch auf den ersten Blick eigentlich auch ganz gut gemixt aus. Draußen stehen Leute, die unterhalten sich. Jetzt wäre es ja noch kongenial, wenn ich mit denen quatschen könnte. Da wird auf dem Handy geschaut. Was in U-Bahnen, also ich kenne es in München. Ich fahre nicht viel U-Bahn, weil ich es in meinem Arbeitsalltag Gott sei Dank gar nicht brauche. Aber wenn ich mal zum Fußball rausfahre, in die Allianz Arena oder so. Oh, also ich nehme mich da auch nicht aus, aber ich habe echt 80% der Leute ihr Handy in der Hand und glotzen darauf und keiner kriegt mehr was von den anderen mit. Ja, so ist das schon irgendwo, ne? Verrückte Welt. Fetzt! Find das ist echt fetzig, wobei ich mich jetzt gerade wirklich ein bisschen frage. Ich könnte jetzt hier kontrollieren. Nice, stimmt. Ich bin ja jetzt quasi Mitfahrer im Unternehmen. Na, dann gucken wir mal hier, ne? Nicht, dass wir hier noch einen Schwarzfahrer haben. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wir stehen auf. Ah, das ist halt mit einer anderen Taste dann. Das ist ein bisschen. Ich würde fast vermuten, dass hier die Sprachsamples von den Gästen noch nicht funktionieren. Kennt ihr das vom Bus-Simulator? Oder haben die dann halt auch kurz mal einen Satz in Deutsch gesagt? Oder du hast mich doch schon kontrolliert? Oder irgendwie sowas. Das machen die gerade gar nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das möglicherweise noch ein Fehler im Spiel ist. Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass das eigentlich 1:1 übernommen werden soll. Oder dass das genauso funktioniert wie beim Bus-Simulator. Aber, ja. Leute, passt soweit. Ich würde sagen, wir haben unsere erste kleine Tour hinter uns. Ich freue mich. Ich hoffe, das Ganze kommt bei euch gut an. Ich würde sagen, wir haben unsere erste kleine Folge vom Karrieremodus mit diesem Start schon mal drin. Und während ich hier noch rausschaue und echt die fetzige Grafik auch wieder von Angel Shores und Astragon hier genieße, die ja 1:1 das gleiche ist wie im Bus-Simulator 21. Ich mag es einfach und das schaut einfach klasse aus. Und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich zeitnah in den nächsten Folgen wieder, so ihr denn mögt. Ich werde natürlich auch das Feedback verfolgen und wünsche euch eine schöne Zeit. Gerne auch weiterhin auf meinen beiden Gaming-Channels. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein!